Und somit begrüße ich euch auch wieder recht herzlich zum 35. Part von Let's Play Dark Souls 2. Ich habe mir gedacht, ich fange den Part gleich hier an, denn die Ex ist wieder da und vielleicht, wenn ich mich jetzt passend hinstelle und mit ein bisschen Trickserei. Naja, so kann man es nicht machen. Ja, sehr schön. Und wo ist jetzt mein Zeug? Da liegt's, okay, ich dachte schon. Fuck. Fuck, ey. Ja, scheiße, leck mich doch, ey. Das wäre fast wieder schief gegangen, da mich dieses Vieh fast angetatscht hätte. Okay, da ist ja noch einer. War's das jetzt endlich mal? Oh mein Gott, so Sechse sind hier. Okay, und die hat gedroppt. Große Titanitscherbe, Mitternachtsstein und Titanitscherben. Okay, das ist super, weil die kann ich gebrauchen. Kann ich nämlich endlich mal wieder aufs Bild was aufrüsten. Und ich weiß schon, für was dieser Mitternachtsstein ist. Wetten, der ist für Finsternis. Moment. So, jetzt. Da ist er. Ja, Finsternis. Okay, ich gehe mal den rechten Weg. Tot. Große Heilung hört sich für mich nach einem Wunder an. Ja, ist auch ein Wunder, braucht Level 28 Wille. Scheiße. Nee, ist mir vorerst ein bisschen zu teuer. Die andere Echse sollte ich mir demnächst auch noch holen. Im Schattenwald da hier. Weil vielleicht hat die auch noch so einen großen Titanitstein. Dann könnte ich nämlich verdammt teuer. Was denn? Vorsicht vor Illusionen. Okay, wo sind wir denn hier? Ach, als ob ich Leitern bräuchte. So. Ach. Mist. Ja, leck mich doch, ey. So, schimmernder Lebensstein ist jetzt nicht so wichtig. Ich hätte mich über andere Sachen mehr gefreut, aber gut. Ich möchte aber auch noch das zweite Item da oben haben. Moment, da steht auch was. Ich denke mal, das ist bestimmt wichtiger. Ja, da muss ich. Was war das denn? Menschenbild. Jo, herzlichen Dank. So, jetzt dahin. Hier kann ich leider nicht runterjumpen. Dreck. Und hier gibt's auch eine Leiter. Sehr schön. Und übelst viele Leute, die wieder diverses geschrieben haben. Gibt's da noch was? Nein, da gibt's nichts. Und da gibt's auch nichts. Eigentlich wollte ich lesen, aber. Wag es ja nicht. Doch, ich wag's. Abfall, ja klasse. Ich weiß immer noch nicht ganz, mir ist immer noch nicht so ganz, was ich mit dem Abfall anfangen konnte, oder gibt es schon da was? Vision Vergift, Versuch Fackel. Das Loch, ach nö. Hä? Die dummen Statuen, ach, erzähl mir jetzt. Habe ich irgendwas gegen Gift? Giftresistenz, auch so. Ja, gut, gegen die Vergiftung kann ich jetzt erstmal nichts machen. Und gegen zukünftige Vergiftung bin ich besser ausgerüstet. Und es ist wirklich so, diese Teile schießen auf mich. Oh, Dark Souls, ey, du bist wirklich arschlos. Upsi. Hurra für Schatz, na wo denn? Gar nichts. Toll. Ich habe hier keinen Plan, wo ich eigentlich lang gehe. Aber ich weiß, dass es hier drin was gibt. Lebenssteine und. Ih. Glibber. Sehr schön. Habt wenigstens oberes Loch. Natürlich gibt es auch noch ein unteres Loch. Das Loch.
Ich verziehe mich erstmal nach Majula und hol mir ein Level ab, weil wegen irgendwas jetzt hier sterben möchte ich nicht. Hallo meine Liebe, ich bin wieder da. So, mal sehen, ob ich vielleicht was aufrüsten kann. Ich hätte mir was so hin gemacht. Nein, hast du nicht. Lüg nicht. Waffen verstärken. Mein Schwert kann ich natürlich nicht verstärken, ist klar. Brauche nämlich noch eine große Titanitscherbe. Mist. Mein Bogen könnte ich erhöhen. Oder mein Schild besser, aber das lasse ich mal. Meine Klamotten stattdessen. Meinen Helm kann man nicht erhöhen. Obwohl, doch kann man. Brauche aber auch einen glitzernden. Jo, mache ich. Meine Gamaschen. Die erhöhen Blutung. Ja, die erhöhe ich auch. I'll be around if you make it back. Ich denke mal, es war eine gute, jetzt komme ich gerade nicht drauf. Gute Investition, genau. So, und bei dir, was mache ich denn bei dir? Das ist jetzt natürlich eine interessante Frage. Was mache ich denn? Ich glaube, ich erhöhe mal Stärke. Ich glaube, Anpassung, Finsternis, Magieabwehr, Magie, Zaubergeschwindigkeit, Wille. Nee. Belastbarkeit. Kondition. Ja, ich erhöhe Kondition mal um 1. Jetzt halte ich nämlich auch wieder meine Leiste 1 länger und ich bin auch in der physischen Abwehr wieder etwas besser. So, und warte mal. Wie ist euch ergangen? Gut eigentlich, danke der Nachfrage. So, und dann kaufe ich mir das noch. I'm always here. So come and... Jo, ich komme zurück. Ich muss jetzt aber erstmal ins Loch. Oh, ich sehe jetzt schon, das wird ein beschissenes Gebiet. Das wird ein richtig beschissenes Gebiet. Okay, das Loch. Ich bräuchte eine Fackel. Wartet mal, eine Fackel? Ah, sehr schön. Hier sollte man also besser mit Fackel rumlaufen. Das ist doch... Jauche Küchlein, das wundert mich nicht, dass es sowas hier gibt. Da komme ich erstmal nicht lang. Hier kann man auch noch ein bisschen Licht machen. Packe ich es erstmal kurz weg. Da sind irgendwelche komischen Gegner. Nee, brauche ich nicht. What the fuck, was bist du denn? Bist du ein Hund oder? Keine Ahnung, was du bist. Du gibst aber ganz gut Punkte, muss ich sagen. So, jetzt mach ich's mal cleverer. Ich hau hier Zauberei drüber und zünd den an. Jetzt kann ich nämlich auch besser kämpfen. Also, auf den ersten Blick würde ich hier sagen, dieses Gebiet stellt für mich eine bizarre Kombination aus ein Valley of Defilement aus, also im Tal der Verunreinigung aus Demon Souls und Blight Town aus Dark Souls da. Mist. Ja komm, ihr komischen. Was seid denn ihr? Seid ihr Untote oder? Auf jeden Fall seid ihr schnell tot. Damit macht ihr euch schon mal bei mir beliebt. So viel sei gesagt. Hallo? Hat der mich gerade mit Gift bespuckt? Falls ja, verpiss dich. Verpiesel dich. Ja, jetzt stehe ich wieder im Dunkeln da. Große Seele. Wieder so viele Seelen, die ich... Oh nein, hätte ich das gewusst. Giftiges Wurfmesser. Kann ich hier wieder hoch? Boah, solche Statuen, ey, kotzen mich ja an. Moment, Moment, Moment. Wartet mal. Hier. Zusätzliche Giftresistenz. Und ich glaube, ich werde jetzt mal was ausprobieren. Und zwar nämlich diese Schmetterlinge, die ich habe.
Ja, sehr schön. Sie erfüllen das, was man von ihnen erwartet. So. Licht. Okay, ich werde angegriffen. Ganz schön stark angegriffen, will ich meinen. Häftlinge. Häftlinge? Was ist denn hier ein Gefängnis? Da oben gibt es noch was. Kann ich aber noch nicht hin. So, dann hier rüber. Passiert auch nichts. Hier unten gibt es da vielleicht wieder was zum Anzünden. Ja. Okay. Hier kann man rein. Ist aber in meinen Augen wahrscheinlich sinnlos, weil da gibt es ja gar nichts. Naja, das Gebiet ist. Ah, eine Schatzkiste. Moment, wie komme ich denn hier durch? Bricht hier der Boden ein oder irgendwas dergleichen? Nö. Da komme ich aber rein. Was? Invasion des. Ach, Finstergeist, verstehe. Hier muss man also menschlich vorbeikommen, dann gibt's so einen Finstergeist. Ja, guck dich mal die an. Wenn ich die sehe, dann erinnert das mich 100%ig an die wilde Mildred. Ja, okay. Keine Ahnung, was die dort jetzt gerade macht. Interessiert mich jetzt auch erstmal nicht. Ich kümmere mich jedenfalls noch um sie. Ring des Seelenheils. Hatte ich den schon mal? Moment. Ring des Seelenheils. Seelenheils. Seelen. Jetzt bräuchte ich nur noch einen gegen. Hier. Ring des Seelenheils. Hebt Tod und Versteinerung auf. Kommt mir fast so vor, als ob ich sowas Ähnliches schon mal gehabt hätte. Und fuck. Daneben. Ich wusste noch nicht, gegen wen du da kämpfst, aber ja, von mir aus. Ich weiß, die Wärter ist bin nervös, weil sie nicht weiß, wo sie hin soll. Jetzt auf immer. Nein. Gute Kiste. Glitzernder Titanit und glatter seidiger Stein. Okay, danke. Ah, der Schlechterin, da kommt sie. Schlechterin. Melinda. Ach komm. Wow. Ja, was benutzt die denn? Was benutzt die Alte denn für ein Ding? Okay, Pretty Melinda. Na, 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 na. Um Gottes Willen. Okay, also ich muss sagen, die ist doch recht stark, aber ja, ist auch kein Ding. Die knacken wir jetzt gleich mal. Und kann es sein, dass ich vor uns gesagt habe, man muss menschlich sein? Nee, muss man nicht, weil ich bin ja gerade auch nicht menschlich. Also die taucht immer auf. Moment. Wo bin ich denn vorhin lang gegangen? Ach ja. So, hier. Was ist das denn? Diese komischen Häftlinge findet man hier in dieser Hütte zu Genüge. Giftiges Wurfmesser und hier war doch eine. Nein, war es nicht. Ja. Da liegt noch was. Hab ich das denn auch vergessen? Giftiges Wurfmesser, okay. So, wo kann man denn jetzt überhaupt lang gehen hier? Also da schon mal nicht.
Gut, das ist die einzige Möglichkeit, die ich hatte. Ich konnte wirklich nur hier nach drüben springen. Bam, Backstep, tot. Da hinten ist ein Nebel. Das sieht mir doch schwer nach Boss aus. Aber eigentlich wollte ich jetzt mal hier noch was anderes machen. Ich wollte diese... hier Feuer anzünden, die Melinda platt machen. Ja. Wieder so ein komisches Vieh. Stirb. Schafft das ein bisschen Licht? Natürlich nicht. Upsi. Tut mir fürchterlich leid. Ach man. Mist. Ja gut. Hätte ich gewusst, dass die so extrem nervtötend ist, dann hätte ich mich auf den Kampf vorhin nicht so eingelassen oder wäre ein bisschen verlegt daran gegangen. Moment, hier geht's weiter nach oben. Und was auch wichtig, ich brauche unbedingt hier Fackeln. Ich muss die ganzen Gebiete hier erleuchten, weil sonst... Oh. Ja, gut, du kannst eh nichts. Hallo, komm her. Bounce. Namenlose Seele. Scheint mir, als ob ich von hier wieder nach drüben käme. Da brennt ein Feuer. Moment. Ja, die schießen mit Gift, das weiß ich mittlerweile. Ach, herrje, war das wieder knapp. Okay. Moment, Moment, Moment. Jetzt müsste ich doch eigentlich... Ja, ich bin vergiftet. Sehr schön. Sind wir ehrlich, das ist doch scheiße. Das ist doch scheiße. Moment, du da stirb. So, und ja. Wie komme ich jetzt wieder nach dort über, wo ich eigentlich hin will? Wohl, wenn ich hier jump. Okay, es hätte funktioniert, aber ich hatte mal wieder Pech und naja. Scheiß. Pure Scheiße, sag ich euch. Einfach nur Scheiße, Luzerne. Okay, jetzt reicht's mir. Jetzt werden erstmal mal Gebiete hier erhält. So, und zwar, das erste Gebiet wird welches sein, indem wir hier mal nach unten uns fallen lassen. So, jetzt sind wir hier wieder bei diesen ganzen Untoten. Oder bei den Häftlingen. Ich weiß auch nicht, mir kommt es aber so vor, als ob ich übelst viel... ja, wartet mal, jetzt muss ich hier lang und da kann ich ja wieder nur springen, aber kann erstmal das anzünden. So, das nächste Feuer brennt. Der ist tot. Da hinten der Nebel, den ignoriere ich erstmal noch, weil da komme ich... Ach, okay. Scheiße, hat mich das auch wieder ein bisschen erschreckt, weil... Irgendwas, ein Schwert, flammendes, sonst was, konnte ich mir nicht lesen, weil ich ein bisschen Schiss vor dem Drecksvieh hier hatte. Jetzt stirb. Mein Gott, ey. Boah, das finde ich ja auch wieder richtig scheiße vom Spiel. Gegenstände fallen einfach nach unten. Da, schön. Moment, ihr seid tot. Da drüben, die kann ich erstmal noch ignorieren. Das reicht mir schon, wenn der rechts... Wenn der rechts...
Der Rest, wenn der brennt. Mein Gott, giftiges Wurfmesser, sehr schön. Der Rest muss brennen, das ist wichtig. Damit ich zumindest erstmal hier. Damit das hier gleich ein freundlicheres Klima hat. Hier ist eins. So, ach, hier bin ich jetzt, verstehe. Okay. Dann den. Ja, ja, ich weiß schon. Okay, das ist so inner. Okay, und da springen irgendwelche in Suizid.